Wenn das hier das Haus von einem Kumpel ist, könnte es einfach platzieren. Er denkt sich, oh Scheiße, nein, mein Haus explodiert. Ja, dann explodiert es und nichts passiert. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. So, heute möchte ich euch ein paar Pranks zeigen, die allerdings jetzt nicht böse sind. Also bei den meisten Pranks hat der andere zwar keinen Schaden, aber sie sind recht cool zum Erschrecken. Der ganze Command ist von iGem Minecraft. Ja, ich denke, ich verlinke den mal und hier könnt ihr auch nochmal alles sehen. Und das ist den Command kopiert ihr einfach in einen Kommandoblock, den ihr vorher mit ups, dem Befehl hier kriegt. Dann habt ihr einen Kommandoblock. Moment, ich zeige nochmal ganz kurz, wie man den Befehl rein kopiert. Dann nimmt man den Kommandoblock, folgt, gibt man den Befehl und dann gibt man einfach Steuerung V ein. Da kennt es wissen die meisten. Aber vielleicht weiß es jemand noch nicht. Ja, ist auch recht lustig, glaube ich, auf Servern, wenn man den Admin halt vielleicht fragt, ob man da mal schnell den Command machen darf oder vielleicht selber der Admin ist. Aber ja, starten wir erstmal. Man muss dann einfach hier draufklicken auf Get Items, dann kriegt man die Items, die ich jetzt hier schon in die Truhe getan habe. Und ich werde mal sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten. Hier platzieren wir mal einen Tintenfisch, der einfach an Land schwebt. Von der Weite sieht er jetzt ganz normal aus. Ups. Aber von der Nähe hat man dann so einen Blindness-Effekt. Da werden sich die meisten anderen dann wahrscheinlich schon denken, also die meisten anderen Spiele, hä, lol, was ist das? Ist das ein Bug? Ist das ein neues Item? Ist das ein Mod? Eine Mod, aber es ist halt in Wirklichkeit ein Prank. Dann mein Lieblings-Prank, das Fake-TNT. Wenn das hier das Haus von einem Kumpel ist, könnt ihr es einfach platzieren. Er denkt sich, oh Scheiße, nein, mein Haus explodiert. Ja, dann explodiert es und nichts passiert. Das finde ich persönlich recht witzig. Ist mein Lieblingsprank. Okay, jetzt ein bisschen verzögert. Normalerweise geht das ein bisschen schneller, wenn es nicht so verzögert. Aber dann behalten wir das gleich drinnen, denn hier ist noch eins, und zwar der Lagging-Block. Ihr könnt einfach im Haus von einem Kumpel einen Block platzieren. Und naja, so ein Erdblock würde er wahrscheinlich wegtun. Ich meine, so ist ein Erdblock. Aber zack, er ist wieder da. Der wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, hä, ist hier Spawn Protection und dann die Blöcke rundherum kaputt machen. Aber, wie man sieht, die gehen alle. Also, das kein Problem. Ihr könnt dann den übrigens, falls ihr dann den Kumpel aufgeklärt habt, wieder mit einem, ups, TNT zerstören. So, perfekt. Dann der Special Slime Block. Der wird einem wahrscheinlich auch einen ziemlichen Schrecken einjagen. Hier ist einfach mal ein Slime Block, wie man gut sieht. Ah, da klicke ich so. Ich denke, ich habe auf die Fallen. So, da denkt man sich jetzt wahrscheinlich nichts Böses, geht drauf und bam, zack, wird man richtig hochgeschleudert und denkt sich, okay, jetzt sterbe ich sowieso jetzt. Kann mir nichts mehr helfen, aber man hat Resistance für die Zeit, weswegen nichts passiert. Zum Glück. So, tun wir das wieder rein. Dann die Flying Heads, die sind vielleicht auch für Dekoration oder sowas recht witzig. Sind einfach ein paar fliegende Köpfe, die dann so umherfliegen und so Geräusche von sich geben, die man jetzt wahrscheinlich recht schlecht hört, aber sind so Lohngeräusche. Finde ich jetzt recht witzig, ist jetzt vielleicht aber auch eher für Dekoration gedacht. Dann das Strange Chicken. Da platziert man einfach einen Huhn. Ja, sieht jetzt ganz normal aus. Wow, okay, fliegt halt, ist schon recht komisch, aber gut. Aber wenn man dann runtergeht, droppt es lauter Eier. Ja, weil Eier kann man nie genug haben. Ist jetzt vielleicht, ja, verschafft dann vielleicht ein bisschen einen Vorteil, aber ist auch keinen allzu großen. Und da Eier nicht so wertvoll sind, würde ich sagen, ist es den Prank schon wert. Dann kommen wir zum nächsten. Da will ich erstmal die hier nehmen. Ja, euer Kumpel will vielleicht mal die
Kühe paaren oder irgendwelche Tiere sind, ist egal welches Tier. Und dann müsst ihr nur schneller sein als er, und zwar ganz schnell so draufklicken. Dann sind hier die Herzen. Ja, gut. Denkt er sich, die werden wohl ein Kind machen. Werden sie aber nicht. Und wenn man sie dann in der Zeit mit. Ah, hier haben wir es. Ja, dann versucht man, sie zu paaren. Es kommen vielleicht ein bisschen mehr Herzen für kurze Zeit, aber sie kriegen keine Kinder. Und erst mit diesem Ding, Namensschild, kann man sie dann wieder normal machen und sie können wieder Kinder kriegen. So, alles rein. Ja, und dann hier Fallen, die kann man jetzt schon ja als böse Falle. Moment, da müssen wir erstmal. Hier könntet ihr zum Beispiel jetzt Lava reintun, theoretisch, ja. Müsst ihr jetzt nicht, aber hier könntet ihr Lava reintun und eure Falle bauen und so. Würde ich Das jetzt kann machen. ich tun, aber das euch die Kreativität überlassen. Und dann kann man hier so die Blöcke platzieren. So. Also natürlich dann welche, die passen. Jetzt zum Beispiel hier nur Dirt und halt irgendwo in einer Mine Stein und im Haus vielleicht die Wood-Blöcke. Und wenn man dann drauf geht, zack, verschwinden sie und gehen nach unten. Euer Freund wird sich wahrscheinlich ziemlich erschrecken. Und wenn drunter Lava ist, kann er auch sterben, aber ist dann jedem selbst überlassen, ob man drunter Lava platziert oder nicht. Aber finde ich recht witzig, wie die dann so nach unten gehen. Recht schön gemacht. Und sie sind halt nicht sofort ganz unten, sondern sie gehen halt so langsam runter, zum Beispiel dann in die Lava. So, dann haben wir hier noch den Creeper Surprise. Der ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie das TNT. Ihr könnt einfach ins Haus von einem Kumpel gehen, aber da weiß er dann gleich, dass ihr ihn prankt, aber ihr könnt einfach die platzieren und er denkt sich dann, oh Scheiße, fuck, was mache ich jetzt? Lauter Creeper. Und dann explodieren sie alle, aber machen auch keinen Schaden. Allerdings weiß er natürlich sofort, dass er ihn pranken wollte, weil sonst könntet ihr nicht so viele Creeper platzieren. Vielleicht könnt ihr in einer Höhle oder irgendwie so heimlich welche in seiner Nähe platzieren, weiß ich jetzt nicht. Ja, dann gibt es hier noch die Cake. Und wenn man davon essen will. Ah, Moment. Kein Hunger. So, hallo und willkommen zurück. Die übrigens, die Köpfe machen ja noch Schaden, das habe ich vergessen zu sagen, aber halt, sie machen keinen wirklich Schaden. Sie schlagen nur. Man kriegt keinen Schaden. Der Zombie wird mich schaden. So, wenn man jetzt auf die Cake klickt, dann verschwindet hier der Widder und man hat kurz wieder keinen Hunger. Allerdings kommt er, wie man hier sieht, nach einer Weile wieder zurück. Also. Man kriegt auch nicht weniger Hunger durch diese Cake, nur kurze Zeit. Und man, glaube ich, kann man sich schon ziemlich erschrecken, wenn man die am Abend im Haus vom Kumpel erzählt und sagt, jo, ein Geschenk von mir, lass dir es schmecken. Und dann klickt er da drauf und zack, kommt man wieder raus. Glaube ich schon, dass man sich erschrecken kann. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.